Weniger ist manchmal mehr. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und wir gucken sofort wieder in die Liga rein. Ich muss jetzt leider das Video vom Clan Free-to-Play so ein bisschen schieben. Bevor dann hier alles aus dem Ruder läuft, wollte ich das auch für euch festgehalten haben, was mir mal wieder passiert ist. Sehr, sehr ärgerlich. Muss ich wirklich mal sagen. Sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, das passiert euch nicht. Ich meine, klar, das passiert euch auch, aber ich hoffe nicht so dusselig, wie es eigentlich mir passiert, das muss ich sagen. Aber wir gucken erstmal den Angriff hier von Lord Arek, der da meinte in den Kommentaren bei mir, dass man seine schlechten Angriffe hier sieht. Ich glaube, der war gar nicht mal so schlecht. Aber er gehört auf jeden Fall mit in die Kategorie weniger ist mehr. Und aber warum das so ist, komm ich gleich zu. Man muss die Pointe ja nicht gleich zu Anfang rausballern. Aber wir haben ja hier auch, also wirklich in der Liga, ich hatte es ja vorgestern schon gesagt, ich komme im Moment nicht zum täglichen Video machen, Leute. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Ich versuche mal wenigstens den Zweitagesrhythmus zu halten. Den Tagesrhythmus, da komme ich sicherlich auch wieder rein, aber da muss ich mich selber ein bisschen besser organisieren. Und aber hat er schön gemacht. Hier ist auch eine komische Base gewesen, gerade so ein bisschen vom Design her, sehe ich. Und aber dennoch gut gemacht. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was hier in der Clanburg war. Aber ihr habt ja, glaube ich, mitbekommen, dass wir diese Zeitverschiebung hatten. Hatte ich ja darum gebeten, dass vielleicht der ein oder andere hatte auch einen Hinweis, dass es natürlich sein kann. A, war die Wartungspause da, aber ich glaube, die war nicht 5 Stunden. Und B, kann es natürlich sein, aufgrund tatsächlich der Clans, die dann noch reinkommen, beziehungsweise von deren Zonen Start und Stopp dann ja auch abhängig sind, dass sich das deswegen so heftig verschoben hat und hier die Clankriege plötzlich nicht mehr, wie es eigentlich für mich optimalerweise ist. Optimalerweise beenden die sich für mich so ja, tatsächlich in der Nacht, würde ich mal so sagen. Ich würde so zwischen 12 und 2 Uhr ist für mich eine optimale Zeit, wenn Clankriege auslaufen und nicht morgens um 10 Uhr, muss ich mal dazu sagen. Denn soweit hatte sich das ja hier verschoben und ja, irgendwie hat sich dann bei mir mein Zeitfenster ganz, ganz verschoben. Und das Ärgerliche ist vor allen Dingen, dass ich, glaube ich, auch so eine Base hätte machen müssen. Und der Home-Button hier zeigt mir eigentlich, wie man die macht. Ja, das ist das Coole, ist aber eigentlich, glaube ich, egal von welcher Seite man reingeht. Zumindest was die Ecke hier unten angeht. Man kann auch hier oben vielleicht an dem Lagern rangehen oder reingehen, dass man auf jeden Fall schon mal einen Helden mit weg hat, nämlich die Queen. Und kommt jetzt auch dem Multi-Inferno entgegen. Ich glaube, das ist auch mal besser. Single-Inferno muss immer ein Frost, glaube ich, mehr einplanen. Also ich komme im Single-Inferno sehr ungern entgegen, muss ich sagen. Da werde ich immer ultra nervös, wenn es dann darum geht, den Inferno zu machen. Aber hier beim Multi ist es nicht ganz so tragisch. Allerdings jetzt mit Queen und King. Priest, ja okay, da kommt dann nämlich schon der Single. Da kommt er jetzt schon der Single. Und er friest aber, hat auf jeden Fall die Ruhe weg hier, würde ich sagen. Macht jetzt erst das Rathaus und dann den Single. Okay, geht natürlich auch so. Jetzt sind die Infernos nämlich schon noch nicht alle weg, aber es ist nur noch ein Single da. Und der Rest kommt jetzt als Hybrid hier mit rein. Auf der Seite unten, dann haben die so eine Art Lane lang zu laufen, die Truppen ganz, ganz schön, sieht man ganz gut. Queen ist jetzt allerdings down, aber die Heiler sind noch da, werden aber angenabbert von den Skeletten. Der Royal Champion erledigt das aber eben, das heißt also, noch mit Heilern hier im Feld ist natürlich optimal, gar keine Frage, wenn die nochmal switchen und noch da sind. Egal, ob das jetzt auf Truppen ist oder auf einen Helden. Ich glaube, das ist immer dann ein kleiner Segen, wenn immer noch ein bisschen was geheilt wird. Okay, meine heilen ist natürlich auch immer so eine Sache, die erwischt dann halt nur, wenn sie auf dem Weg von Gebäude A nach Gebäude B sind. Sonst erwischt die ja nicht. Und aber schön gemacht hier, schöner. Ja, eigentlich ist das ein Dip gewesen vom Homebutton. Aber Homebutton sehe ich gerade unten an den Tierchen, an den Pets. Auch noch nicht ganz ultra maxi, hat auch noch ein bisschen was zu tun, habe ich auch lange für gebraucht für die Pets, weil die auch wirklich lange leveln. Aber ihr seht schon oben, was mir passiert ist, ja, und vor allen Dingen
Wir sind ja relativ wenig hier am Chatten. Und ich habe sogar noch geschrieben, dass ich, da. Ich mache die unten zu, wenn die beiden unten nicht angreifen. Ja, weil, also ich meine, ich warte immer ultra, ultra lange. Eigentlich ist das auch blöde. Denn mir ist es schon mal passiert in dieser Woche, dass ich extremst gedippt habe, weil unten gar nicht mehr angegriffen wurde, um noch 6 Sterne rauszuholen, anstatt, sage ich mal, nur 4. Und naja, aber der Lord Arik hat schon recht, schade, dass nicht jeder schafft, einmal am Tag anzugreifen. Tatsächlich, ich habe es da nämlich auch nicht geschafft. Ich hatte noch da oben, als ich das geschrieben hatte, glaube ich, eine Stunde, ich sag mal, eine Stunde 40 Zeit und habe gedacht, ah, locker, ne? Masse easy bis 10 oder ich weiß nicht, wann der ausläuft. Und habe ich mein Gerät aber weggelegt, habe dann ein bisschen, was man halt so macht, ne? Ein bisschen gearbeitet, habe dann ein paar Teams Calls gehabt. Ja, und so habe ich dann meine Angriffe verpasst. Und aber trotzdem, ihr seht das ja, weniger ist mehr. Mit nur 10 Angriffen haben wir 26 Sterne geholt. Das ist natürlich krass. Und deswegen meinte ich eigentlich, weniger ist mehr. Manchmal schaffen wir nämlich mit 15 Angriffen keine 30 Sterne. Und jetzt nur mit 10 Angriffen 26. Das fand ich eigentlich an dem Tag beachtlich, beziehungsweise fand ich eigentlich ganz schick. Und deswegen gehen wir hier ruhig nochmal ein bisschen rein und gucken nochmal so den einen oder anderen Angriff. Also sehr, sehr ärgerlich. Ich denke mal, ist jedem schon mal passiert, dass man so im normalen Clankrieg mal was vergisst. Aber ich hatte mir eigentlich auch selber geschworen, das passiert mir nicht mehr, dass ich in der Liga meine Angriffe verpenne. Was mir auch schon passiert ist. Aber jetzt, ich glaube, die letzten 2, 3 Ligen ist es mir absolut nicht mehr passiert. Liegt aber auch daran, dass ich nicht mehr mit 20 Accounts hier die Liga spiele, sondern mit maximal 3, 4 Accounts. Also im Moment sowieso nur einen in Free-to-Play und 2 hier bei den Herausforderern, mehr nicht. Das wird sich sicherlich wieder ändern. Beim Clan Free-to-Play werde ich ein bisschen durchtauschen, damit auch meine anderen Accounts dort mal wieder ein paar Medaillen bekommen. Oder aber wir müssen mal wieder einen kleineren Clan machen oder einen Clan aufmachen, beziehungsweise im Clan Deutschland mal wieder eine Liga spielen. Kristall 3, ja, sind wir da nur. Und da kannst du letztendlich ja mit so ein paar 12ern, 10ern, 11ern ein bisschen was reißen, sage ich mal. Nee, Gold sind wir da, glaube ich. Ne? Gold 1 oder so. Oder ich weiß es nicht. Nee, wir sind, glaube ich, da Kristall. Aber so, dass die kleineren Accounts auch mal wieder in den Genuss einer Liga kommen. Und dann gibt es auch wieder Sterne. Ich meine, das ist bei vielen so, die spielen mit ihren hohen Accounts dann nur noch die Liga und die Kleinen bleiben irgendwie völlig auf der Strecke, was ein bisschen doof ist, denn die haben ja letztendlich auch ihre Daseinsberechtigung und dann auch die Berechtigung, ein wenig Sterne zu holen. Nicht nur in den normalen Clankriegen, sondern auch die Medaillensterne dann aus der Clankriegsliga. Ich hoffe, eure Clankriegsliga verlief auch so cool wie unsere hier. Also wir haben hier auf jeden Fall jetzt schon mehr erreicht als nur Liga halten. Viel mehr sogar erreicht. Und der aktuelle Spieltag ist nochmal gegen den letzten. Allerdings ein Platz wird hier, glaube ich, frei. Ein Platz wird hier frei. Ihr habt ja am Dienstag gesehen, unseren Barge-Angreifer, der hört da nicht mit auf. Und den muss ich leider entlassen. muss ich leider mal so sagen. Ich meine, ich werde es vielleicht noch mal per Mail lostreten, dass er doch bitte mit einer richtigen CK-Armee angreift und nicht mit diesem Rumgebatsche. Und um dann hier noch mal zu zeigen, dass man auch mit normalen CK-Truppen angreifen kann und vielleicht ja mal 3 Sterne holt. Ja, denn mit dem Rumgebatsche, da wirst du, glaube ich, nie 3 Sterne, glaube ich, so richtig holen, außer du hast eine echt unheimlich schwache Base vor dir, was aber hier jetzt nicht der Fall war, in diesem Clankrieg hier sowieso nicht. Und der Yuzi hier ist mit einem Wardenwalk hier unten am Start. Schön hier so einen kleinen Headhunter damit reingeworfen beim King, wunderbar gemacht. Und ja, jetzt hat er natürlich nichts mehr für die Queen, aber da kümmern sich jetzt gleich die anderen Pets rum. Das Kampfholz hat natürlich jetzt gerade einen kurzen Weg. Oftmals wählt man ja den langen Weg, dass das Holz wirklich weit, weit durchgeht. Denn er hat ja hier eigentlich die Base schon mit den Erdbebenzaubern aufgemacht. Und hätte, ja, also streng genommen,
klar, hat er natürlich safe das Rathaus mitgenommen. Er hat safe das Rathaus mitgenommen, aber er hätte es auch von oben reinfahren lassen können. Dann wäre der Adler nämlich weg gewesen und hätte jetzt nicht die ganze Zeit dauerhaft hier rumgespammt. Aber hätte Fahrradschlauch, ist er selber. Man ist auch dann ein bisschen nervös und will mindestens den Zweisterner hier durchbringen. So sehe ich das ab und zu mal. Und dann kommt man natürlich nicht unbedingt dem Adler entgegen oder dem Rathaus entgegen, wo das Rathaus dann das Gebäude ist, was am weitesten weg ist. Aber dann hast du den Adler schon mal nicht mehr. Und deswegen hätte er, glaube ich, auch von oben das Ganze machen können. Denn, aber mit dem World Champion, jetzt geht es ja auch. Die Yeti-Miles kommen nicht mehr ganz an. Beim Adler schade eigentlich auch. Aber jetzt kümmert sich der World Champion rum. War auch nur noch ein Hit. Und da oben geht er drauf. Wunderbar. Ja, schöner Hit hier. Also nochmal so ein paar CWL-Angriffe hier. Aber ich wollte es halt nicht verpassen, diese weniger als mehr Strategie. Ich meine, es ist natürlich keine Strategie, sondern es ist ja eher Pech für Egon. Mein Gott, ich habe mich echt geärgert, als ich dann reinkam. Es war wirklich erst ein paar Minuten aus. Also nicht, dass ich jetzt 2 Stunden später gekommen bin. Nein, es waren höchstens 4-5 Minuten, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Ja, oh, deine Angriffe, Toto. Naja, was willst du machen? Muss ich mich mal wieder an meine eigene Nase fassen und konnte mich dafür auch leider nur ich konnte mich einfach nur dafür entschuldigen, dass mir das passiert ist. Aber wir haben auch nur 10 Angriffe gehabt. Also unten hat dann Skull irgendwann in den Tag reingeschrieben, oh, ich habe gar nicht angegriffen. Und die beiden hier unten, die Piloten, auch nicht. Obwohl sie danach eigentlich wieder angegriffen haben. Aber ist auch, ja, und das ist ja das Ärgerliche, weil die unten jetzt auch nicht mehr angegriffen haben, hätte ich den mit dem Avatar gemacht, also Rathaus 13 auf Rathaus 11, und den hätte ich mit Thorsten gemacht, Rathaus 14 auf Rathaus 12. Was sehr ärgerlich ist, wären nochmal 6 Sterne drauf gewesen. Naja. Ich guck mal, ob ich noch einen finde hier. Hat der überhaupt schon mal 3 Sterne geholt? Ich glaube, der Kai Drago, Kai, wie heißt er? Karl, der Karl Drogo, der Karl. Ob ich das nochmal gehört, Karl. Das war ja bei Vikings, ne? Vikings. Da waren das alles Karls. Die Könige. Ja. Aber am Ende hat es keinen richtigen Gewinner oder Verlierer gegeben. Okay, mit Drachen hier, alles klar. Spam, spam, nicht frei, hab Spaß dabei. Hat aber ein bisschen was weggeblitzt hier. Und kommt jetzt mit seiner Meute hier rein. Hat er noch einen Freeze über gehabt? Ne, hat er, glaube ich, gar nicht mehr gehabt. Jetzt muss er auch schon ganz schön kämpfen. Ist auch eine ziemlich breite Front. Aber ich glaube, das Design gibt es seit Rathaus Level 10. Kann das sein? Irgend so ein ähnliches Design, glaube ich, gibt es seit Rathaus Level 10. Und hat hier in der Mitte auch ein bisschen Glück mit seinem Royal Champion. Den. Oh! Rathaus ist erst gar nicht gefallen. Okay, aber oben. Oh, so viel Drachen da. Guck mal. So viel Drachen da und jetzt auch nur noch Low Defense, also ein X-Bogen, ein Magierturm, ein Bogenschützenturm und natürlich die Wardenstatue mit ihrem, ich nenne das immer Pick-Schaden, ja, das pickelt immer so, also der piekt immer so und dann kriegt er die Masse hier jetzt nochmal richtig, richtig nett in die Base rein. Queen kann er sogar noch zünden, macht er jetzt auch, hat er nochmal ein paar Truppen mehr auf dem Feld und der Single gibt hier zwar alles und auch der Giga Tesla gibt hier auch alles und oh, da kommen noch mal ein paar Luftminen, alles klar, aber jetzt ist auch das Rathausgeschichte, aber so ultra deutlich weiß es doch nicht, aber Glück gehabt, naja, ganz gut gemacht, naja, ich hoffe, dass wir die nächste Liga auch wieder so gut spielen. Wir sind nämlich eigentlich ganz gut drauf hier. Haben den 6. Spieltag auch gut gewonnen. Alle 15 Angriffe gemacht. Perfekt, so muss es sein oder so soll es sein. Und ich war zwar auch wieder sehr, sehr spät, aber noch pünktlich. Ich meine, wie pünktlich war ich? Avatar 32 Minuten vor Schluss und Toto 17 Minuten vor Schluss. Aber ich denke mal, eine gute Sache. Tatsächlich, habe ich. Jo, 3 auf 3. Mensch, vom Totimann Dreier auf eine
auf eine 14/5 Base mit nicht ganz ausgereifter Def, aber ich meine 3/3, der ist also absolut auf Augenhöhe mit mir. Das Gute war, dass ich mit dem Avatar quasi auf das gleiche Design erstmal üben konnte. So viel sei gesagt, denn ich habe mit dem Avatar exakt die gleiche oder das gleiche Design angreifen müssen. Also auch hier Multi Inferno, hier hinten Single, hier wieder Multi, Adler an der gleichen Stelle und auch die Klarenburg war die gleiche, habe es nicht ganz geschafft, dort die 3 Sterne zu holen und habe mir gedacht, ich nehme die gleiche Taktik hier auf dieses Dorf auch mit dem Thorsten, denn der ist ja doch dann noch mal so ein ganz kleines bisschen stärker, was die Helden angeht. Nochmal 5 Level, die Pets auf Max-Level und okay, die Base ist natürlich auch ein bisschen stärker. Das muss ich natürlich dazu sagen, aber hier bin ich auch, glaube ich, etwas anders nochmal vorgegangen, was meine Hocks, meine Maschine angeht. Also meine Belagerungsmaschine. Und deswegen, ich glaube, beim Avatar hatte ich hier unten Probleme am Inferno. Und ich halte meine Queen auch recht lange im Spiel hier. Das kommt auch noch mit dazu. Die ist mir leider mit dem Avatar vorher schon flöten gegangen. Und aber ähnliches Bild hier auch am Rathaus. Das haben die auch beim Avatar die Miner erledigt. Also ich muss mal gleich gucken. Kann auch sein, dass ich mit dem Avatar auch eine 14er Base hatte, aber nur die jetzt nur nicht so hoch war. Wir switchen gleich kurz mal rein, aber hier war ich mir eigentlich schon sicher, dass die Truppen in jedem Fall locker reichen, um die Base zu schaffen. Ich meine, die Queen immer noch in Heilung hier unten. Ich habe zwar alles verballert, aber dennoch hier eine ganze Masse noch an Hocks, Royal Champion, auch noch mit dabei. Und so waren das hier auch mal von mir 3 Sterne. Ja, seht ihr ja eher selten, aber wenn es denn schon mal so ist, dann nehme ich es mal mit rein. Ist ja gar kein Thema. Vielen Dank übrigens, dass ihr mein letztes Video von Dienstag so toll und oft geklickt habt. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, muss ich sagen, mal eine 4-stellige Aufrufzahl dazu sehen. Aber echt tausend Dank dafür. Das zeigt auf jeden Fall, dass das Interesse am Kanal ja doch noch dran ist oder da ist. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich mit Avatar nochmal dran war. Mit Avatar war ich auf die 3/8. Da wollte der mich und ich wollte 8/8. Ich gucke nur kurz rein. Ich zeige euch den Angriff nicht. Aber, ja, okay. Das war ein Rathaus 14/4 und ich habe es ja dann gemacht mit 80%. Aber ihr seht, es ist das gleiche Design und so konnte ich so ein bisschen... Brauchte ich nur ein bisschen abwandeln, aber ich glaube, die kleinen, aber feinen Pets und so weiter, Heldenlevel, die machen dann hier am Ende noch die restlichen, ich glaube, es waren 20% oder 8, was habe ich gemacht, 80%. Und die machen es dann letztendlich, aber schönes Ding hier. Und letzter Spieltag, eigentlich wollte ich noch ein paar ausgetauscht haben, habe ich nicht mehr dran gedacht. Denn der letzte hier ist wirklich tatsächlich auch der schwächste. Oder das ist sogar nur der vorletzte. Es ist sogar nur der vorletzte, sehe ich. Mit 188 sind die aber gar nicht mal so schlecht dabei. Aber das ist jetzt auch tatsächlich mal für uns ein Spieltag, wo wir nicht hit-uppen müssen. Also unten die 12er auf 13er oder habt ihr ja gesehen, der Avatar als 13er auf 14er. Sondern wo wir wirklich mal ein bisschen leichtere Sachen hatten und... die müssen natürlich ein bisschen runtergehen, um ihre Sterne da zu holen. Und wir haben aber erstmal die Ruhe weg. 20 Stunden ist halt vor 4 Stunden erst angefangen. Und ich denke mal, wir werden trotzdem als Zweiter die Liga abschließen. Ihr seht das, wir haben 0 Angriffe und 228 Sterne. Unser harter Verfolger, der Red Hat Child Club da unten, hat schon wieder 2 Angriffe, das heißt, sie haben 4 Sterne gemacht. Die haben auch heftige Packung gekriegt gegen Börü. Mit 41-26, das ist schon eine richtige Klatsche, mein lieber Mann. Obwohl, wir haben auch eine Klatsche gegen die gekriegt mit 40, oder? Ah ne, 37, na guck mal, keine 40, so. Aber dennoch... glaube ich, wenn wir normal weiterspielen, diesen Clankrieg auch noch gewinnen, da gehe ich ganz, ganz fest von aus, dann werden wir in jedem Fall Zweiter und ich meine, das ist eine tolle Leistung hier, also Hut ab und schon mal Glückwunsch an die Herausforderer,
mehr als Liga gehalten hier. Das lässt nach wie vor mal wieder hoffen, dass wir in eine andere Liga aufsteigen. Nämlich doch mal wieder in die Meisterliga hier aufsteigen. Und deswegen übergebe ich jetzt das, ich übergebe jetzt den Stab an das Renderwerkzeug, nämlich ans Schneidewerkzeug. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen wieder. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Echt.